Die verbotene Stadt. Die verbotene Stadt im Herzen Pekings ist ein weitläufiger Palastkomplex, der fast 500 Jahre lang als kaiserlicher Palast chinesischer Herrscher diente. Ihre imposante Architektur und ihre reiche Geschichte machen sie zu einem Symbol der chinesischen Vergangenheit. Doch hinter dieser majestätischen Fassade verbirgt sich eine dunklere, unheimliche Seite, eine Seite, die zahlreiche Geistergeschichten und urbane Legenden hervorgebracht hat. Eine der bekanntesten Legenden erzählt von der Kaiserin-Witwe Cixi, einer der mächtigsten Frauen der chinesischen Geschichte. Man sagt, dass ihr Geist noch immer durch die Gänge der verbotenen Stadt wandelt, um ihr Reich auch nach ihrem Tod zu schützen. Wachposten und Besucher berichten, sie gesehen zu haben. Eine kaiserliche Gestalt in der traditionellen Kleidung der Qing-Dynastie, die nachts durch die Korridore streift. Eine weitere düstere Geschichte dreht sich um die Konkubinen der Ming- und Qing-Dynastie. Die verbotene Stadt war nicht nur ein Ort der Macht, sondern auch ein Schauplatz von Intrigen, Verrat und Tragödien. Konkubinen, die in Ungnade fielen oder in politische Ränke verwickelt waren, starben oft eines frühen Todes, sei es durch Hinrichtung oder durch Selbstmord. Man sagt, ihre ruhelosen Geister würden noch immer die Palastanlagen heimsuchen, ihre klagenden Schreie hallen durch die Nacht. Ein besonders unheimlicher Ort in der verbotenen Stadt ist die Halle der höchsten Harmonie, in der zahlreiche Hinrichtungen stattfanden. Besucher berichten von plötzlichen Temperaturschwankungen, rätselhaften Flüstern und schattenhaften Gestalten, die sich durch die gewaltige Halle bewegen. Manche behaupten sogar, kopflose Erscheinungen gesehen zu haben, Geister derer, die hier enthauptet wurden. Auch die bekannte Neun-Drachen-Mauer, verziert mit aufwendigen Drachenreliefs, gilt als Zentrum übernatürlicher Aktivitäten. Man sagt, die Drachen würden nachts zum Leben erwachen, ihre Augen leuchten, und sie bewegen sich wie lebendige Wesen, um den Palast vor Eindringlingen zu beschützen und unruhige Geister in Schach zu halten. Das Eintauchen in die Spukgeschichten der verbotenen Stadt eröffnet uns nicht nur Einblicke in Chinas reiche Vergangenheit, sondern vermittelt auch Vokabular zu Architektur, Geschichte und Übernatürlichem. Ein Vergleich dieser Geschichten mit Geisterlegenden, westlicher Burgen und Schlösser zeigt kulturelle Unterschiede im Glauben an das Jenseits auf. In westlichen Legenden sind Burgen wie der Tower of London oft Schauplätze tragischer Ereignisse und von Geistern heimgesucht, die nach Rache suchen. Die Geistergeschichten der verbotenen Stadt dagegen kreisen oft um Themen wie Pflicht, Ehre und unerfülltes Schicksal. Die Geister von Kaisern, Kaiserinnen und Konkubinen sollen an den Palast gebunden bleiben, um ihn zu schützen oder ihre tragischen Schicksale erneut zu durchleben. Ob man nun an das Übernatürliche glaubt oder nicht, die Legenden der verbotenen Stadt verleihen ihrer ohnehin schon reichen Geschichte eine mystische Note. Der Palast ist ein Denkmal für die Pracht und das Drama des kaiserlichen China, und die Geistergeschichten sind eine ständige Erinnerung an die menschlichen Schicksale, die sich hier einst abspielten. Li Wei, ein Historiker mit einer tiefen Leidenschaft für chinesische Architektur und Legenden, beschloss, die verbotene Stadt an einem späten Herbstnachmittag zu besuchen. Der weitläufige Palastkomplex, der Jahrhunderte imperialer Geschichte beherbergt, hatte ihn schon immer fasziniert. Er kannte die Geistergeschichten und Legenden, hielt sie jedoch für bloße Erzählungen, die Touristen unterhalten sollten. Mit Kamera und Notizbuch bewaffnet, machte sich Li Wei auf, die Pracht der verbotenen Stadt zu erkunden. Während er durch die majestätischen Hallen und Höfe wanderte, konnte er nicht anders, als die kunstvolle Architektur und die historische Bedeutung jedes Gebäudes zu bewundern. Als die Dämmerung hereinbrach, fand er sich in der Nähe der Halle der höchsten Harmonie wieder. Diese große Halle, einst Schauplatz vieler Hinrichtungen, gilt als einer der am meisten heimgesuchten Orte des Palastgeländes. Ein plötzlicher Temperaturabfall ließ ihm einen Schauer über den Rücken laufen. Die Luft wurde schwer und eine unheimliche Stille legte sich über die Halle. Li Wei setzte seine Erkundung entschlossen fort, entschlossen, die Schönheit des Ortes festzuhalten. Doch als er seine Kamera hob, um ein Foto zu machen, hörte er leise Flüstern, das durch die Halle hallte. Er hielt inne und blickte sich um, doch er sah niemanden. Die Flüstern wurden lauter und ein Gefühl des Unbehagens überkam ihn. Die Geschichten von kopflosen Erscheinungen und klagenden Schreien kamen ihm in den Sinn. Gerade als er die Halle verlassen wollte, erschien am anderen Ende des Raumes eine schattenhafte Gestalt. Langsam bewegte sie sich auf ihn zu und mit jedem Schritt wurde ihre Form deutlicher.
Es war eine Frau in der Kleidung der Qing-Dynastie, mit bleichem Gesicht und traurigem Blick. Li Wei stockte der Atem, als ihm klar wurde, dass er der Erscheinung der Kaiserin-Witwe Cixi gegenüberstand. Wie erstarrt beobachtete er, wie das Wesen über den Boden glitt und ihn nicht aus den Augen ließ. Schließlich blieb sie wenige Schritte vor ihm stehen und sprach mit einer Stimme, die wie aus einer anderen Welt klang. »Verlasse diesen Ort. Deine Anwesenheit stört unseren ewigen Frieden.« Bevor er antworten konnte, verschwand die Gestalt und die Halle versank erneut in Stille. Zitternd sammelte Li Wei schnell seine Sachen und verließ die Halle. Als er nach draußen trat, schien die Kälte nachzulassen und das beklemmende Gefühl verschwand. Er begab sich zur neuen Drachenmauer, in der Hoffnung, Trost in ihrer Schönheit zu finden. Doch als er sich näherte, bemerkte er etwas Seltsames. Die Augen der Drachen schienen zu leuchten und ihre Bewegungen wirkten fast lebendig. Die Legenden von den Wächtern der Mauer kamen ihm in den Sinn. Unfähig, das Gefühl beobachtet zu werden abzuschütteln, beschloss Li Wei, die verbotene Stadt zu verlassen. Beim Verlassen des Palastgeländes spürte er eine Erleichterung. Die unheimliche Begegnung hatte ihn erschüttert, aber auch seine Ehrfurcht vor der reichen Geschichte und den Geschichten, die in den alten Mauern schlummerten, verstärkt. Zurück in seinem Arbeitszimmer dokumentierte Li Wei seine Erlebnisse und teilte sie als Warnung. Er beschrieb die unheimliche Schönheit der verbotenen Stadt, die Geister, die durch ihre Hallen wandeln und die Erinnerung daran, dass die Vergangenheit, egal wie fern, die Gegenwart noch berühren kann. Klopfen. Seit mehreren Jahren lebe ich in einem Doppelhaus, in dem meine Großeltern auf der anderen Seite wohnen und ich bin ihre Hauptbetreuungsperson. Das Haus ist über 100 Jahre alt und hatte vor uns nur einen Vorbesitzer. Kürzlich habe ich mit Renovierungsarbeiten begonnen und dabei einige unerwartete Gegenstände in den Wänden hinter dem Putz gefunden. In der Vergangenheit hatte ich hier ab und zu seltsame Erlebnisse, jedoch selten und nie wirklich beängstigend, eher zufällig und merkwürdig. Zum Beispiel öffneten sich Schranktüren von allein, Jalousien gingen von geschlossen in die offene Position über und Bettlaken waren plötzlich heruntergezogen. Aber in den letzten 18 Monaten hat sich die Situation verändert. Meine Frau und ich haben kürzlich unseren ersten Hochzeitstag gefeiert und seitdem sie bei mir wohnt, hat die Aktivität zugenommen. Hier sind einige der denkwürdigsten Ereignisse, die mich überrascht haben. Es begann mit kleinen Dingen. Türen, die sich ständig öffneten, Geräusche von Dingen, die im Raum neben uns klapperten oder sich bewegten. Meine Familie rief mich während der Arbeit an, weil sie Schritte und Möbelgeräusche auf dem Parkett in meinem Wohnzimmer hörten und dachte, ich sei schon früher nach Hause gekommen. Neulich kam ich von der Arbeit nach Hause und wollte gerade die Haustürklinke berühren, als sich die Tür wie von selbst öffnete und etwa 45 Grad weit aufschwang. Im Flur vor der Tür lag eine Bibel mit der Vorderseite nach unten. Ich habe ein Bücherregal direkt vor der Tür, das bodennah und nicht erhöht ist, also nahm ich an, die Bibel sei vielleicht heruntergefallen und die Tür war möglicherweise nicht ganz verschlossen. Ich legte die Bibel zurück und achte seitdem darauf, dass jede Tür sicher schließt. Trotzdem öffnen sich die Türen weiterhin von allein und die Bibel liegt wieder mit der Vorderseite nach unten an derselben Stelle im Flur, jedes Mal. Vor kurzem lagen meine Frau und ich im Bett und waren kurz vor dem Einschlafen. Plötzlich hörte ich drei laute Klopfgeräusche aus unserem begehbaren Schrank im Wohnzimmer. Das ist die Tür, die ich am häufigsten offen vorfinde. Erst dachte ich, ich hätte vielleicht ein Außengeräusch gehört oder geträumt. Dann bemerkte ich, dass meine Frau ebenfalls aufrecht saß und ebenfalls das Klopfen gehört hatte. Ich fragte sie, ob sie ein Geräusch gehört hatte, und sie beschrieb genau das, was ich selbst wahrgenommen hatte. Seitdem hören wir diese Klopfgeräusche nachts öfter, immer dreimal und in gleichen Abständen. Unser Hund scheint neuerdings auf etwas zu reagieren. Er geht oft zum Türrahmen unseres Wohnzimmers, in dem sich der besagte Schrank befindet, und starrt nach oben. Dabei nimmt er eine gespannte Haltung ein, die Ohren zurückgelegt. Manchmal knurrt oder bellt er, und ein paar Mal hat er sich schnell umgedreht und ist zu uns gekommen, um sich zwischen uns zu setzen und weiterhin auf den Türrahmen zu starren. Vor ein paar Tagen beschnupperte er etwas im Zimmer und rannte dann plötzlich zurück und genau in diesem Moment fiel ein Bild von der Wand und landete etwa 2 Meter entfernt auf dem Boden. In den letzten Wochen kam es auch vor, dass unser Hund nach einem Spaziergang nicht durch die Haustür wollte. Er setzte eine Pfote hinein, zog sie aber sofort zurück, schaute durch den Türrahmen ins Wohnzimmer und weigerte sich dann einzutreten.
Ich musste ihn hineindrücken oder tragen, und sobald wir im Haus waren, stand die Schranktür wieder offen. Mehrmals haben wir Gegenstände von einem Beistelltisch mitten im Türrahmen zum Wohnzimmer liegend gefunden, auch eine Blumenvase, die ich meiner Frau regelmäßig schenke. Alles stand ordentlich neben der Vase, als hätte jemand sie dort absichtlich hingestellt. Wir haben auch Fotos und Videos gemacht, nicht immer in der Hoffnung, etwas Außergewöhnliches festzuhalten, sondern mehr zufällig. Doch auf zwei dieser Fotos, beide im Raum mit den meisten Vorkommnissen, ist jeweils ein schwarzer Schatten über uns zu sehen, der den Hintergrund vollständig verdeckt. Einmal war ich auf dem Bild und einmal meine Nichte. Wir haben auch eine Kamera im Wohnzimmer aufgestellt, als wir für etwa 3 Stunden außer Haus waren. Auf dem Video ist ein klarer Schatten zu sehen, der von der besagten Schranktür ausgeht und sich langsam 8 Fuß nach rechts bewegt, bevor er zurück zum Schrank schießt. Die ganze Szene dauert etwa 16 Sekunden und die Form ähnelt einem Kopf, Schultern und Oberkörper. Der Rest des Videos zeigt keine weiteren visuellen Auffälligkeiten, aber man hört gelegentlich Schritte auf dem Parkett. Ich frage mich, warum die Dinge seit dem Einzug meiner Frau intensiver geworden sind. Ich habe sie daraufhin gefragt, ob sie persönliche Gegenstände hat, an die sich vielleicht etwas anhaften könnte. Sie besitzt einige antike Sammlerstücke, die sie auf Flohmärkten erstanden hat, unter anderem ein altes Ouija-Brett, das sie in einem Schrank aufbewahrt, ohne es je benutzt zu haben. Außerdem hat sie einige Figuren von einem Anwesen gekauft, dessen Vorbesitzer angeblich an dunklen Dingen interessiert war. Diese Figuren erinnern an Teufels- oder Gargoyle-Skulpturen und sind auf einem Bücherregal neben der besagten Schranktür untergebracht, demselben Raum, in dem sich die meisten Vorkommnisse häufen. Ich sage nicht, dass ich weiß, was das alles bedeutet, aber das ist einfach der aktuelle Stand der Dinge. In den letzten Wochen wachen wir beide fast jede Nacht nach Albträumen auf und riechen gelegentlich einen beißenden, fauligen Geruch, der scheinbar aus dem Nichts auftaucht und sich bewegt. Einmal roch ich es direkt, nachdem das Bild auf den Hund geflogen war, doch wenige Augenblicke später war der Geruch verschwunden und wir konnten im ganzen Haus keine Quelle finden. Wir haben oft das Gefühl, beobachtet zu werden und sehen gelegentlich Schatten im Dunkeln. Ich versuche ruhig zu bleiben und nicht gleich etwas Paranormales zu vermuten, sondern die Dinge logisch zu prüfen. Aber manchmal lässt sich nichts erklären. Eine besondere Erfahrung haben wir beide unabhängig voneinander gemacht. Ein helles, kleines Licht. Es bewegt sich durch den Raum und verschwindet plötzlich in einer Wand oder Tür. Zuerst haben wir es nicht erwähnt, weil es uns zu seltsam erschien, bis es eines Tages direkt vor uns auftauchte. Wir haben versucht, das als Lichtreflexion zu deuten, aber das Licht bewegt sich mitten im Raum, ohne eine Wand zu berühren. Dieses Phänomen verstärkt sich wie die anderen Dinge in den letzten Monaten zunehmend. Ich danke allen, die sich die Zeit nehmen, das zu lesen. Ich habe mich immer bemüht, für logische Erklärungen offen zu bleiben, ohne vorschnelle Schlüsse zu ziehen, doch nach über 10 Jahren ohne Vorfälle hat sich alles verändert. Inzwischen fühle ich mich zunehmend unwohl, vor allem, weil meine Frau verängstigt ist. Die dreifachen Klopfgeräusche, die sich bewegenden Bibeln und das Schattenvideo haben auch mir Unbehagen bereitet. Für Meinungen und Erfahrungen bin ich dankbar. Ich hoffe, es geht allen gut, die dies lesen. Das andere Leben. Ich bin einigermaßen erfolgreich. Nicht so erfolgreich, wie ich sein könnte, aber auch kein so großer Misserfolg, wie ich es vielleicht verdiene. Ich habe eine wunderbare Frau und 2 tolle Kinder, 3 und 5 Jahre alt. Gestern Abend bin ich als fast vollkommen glücklicher Mann ins Bett gegangen. Zum Hintergrund, von 17 bis 21 Jahren war ich mit einer Freundin zusammen, mit der ich bis vor 10 Jahren eng befreundet blieb. Doch als ich meine jetzige Frau kennenlernte, entschieden wir beide, dass eine enge Freundschaft zwischen uns nicht möglich war, da wir uns über ein Jahrzehnt hinweg immer wieder annäherten und trennten. Was ich als Traum ansehe, hat mich heute völlig eingenommen. Ich nenne es nur deshalb einen Traum, weil ich mich daran erinnere, gestern Abend im gleichen Haus eingeschlafen zu sein, in dem ich heute Morgen mit meiner Frau aufwachte. In meinem Traum war ich mit meiner Frau und meinen Kindern auf einer Feier und dort war auch meine Ex-Freundin mit ihrem jetzigen Mann. Ich ging, um etwas zu trinken, als sie auf mich zukam und mich bat, mit ihr in einen Raum und dann in einen Schrank zu gehen. Sie bestand darauf, dass ich sie begleitete. Ich ging hinein und ab hier wurde es surreal. Es war fast so, als würde ich alles aus der Perspektive eines allwissenden Beobachters erleben. Ich sah uns in der Einfahrt ihrer Eltern stehen und unser Gespräch über unsere Trennung beobachten, das stattfand, weil sie für ihr Studium in eine andere Stadt ziehen wollte. Doch diesmal war es wie ein zweiter Versuch. Ich hörte uns reden und stimmte zu, mit ihr umzuziehen.
Plötzlich war ich 21 Jahre alt, stieg in meinen Truck und fuhr nach Hause, und ab diesem Moment lebte ich mein Leben so, als wäre ich tatsächlich mit ihr mitgezogen. Ich schaute in den Spiegel und war wieder 21. Sie begleitete mich wie eine Erzählerin. Sie machte ihren Abschluss, während ich arbeitete, und dann ging ich aufs College, während sie arbeitete. Schließlich heirateten wir. Ich erlebte unsere Hochzeit und unsere Flitterwochen in Mexiko. Das Leben schien schnell vorbeizuziehen. Wir bekamen einen Sohn und später eine Tochter. Wir gingen auf Reisen, waren verliebt und glücklich. Ich hatte eine völlig andere Karriere als die, die ich jetzt habe, und wir lebten in einem wunderschönen Haus, hatten Freunde und schöne Erinnerungen. Abends im Bett fragte ich sie manchmal nach meiner jetzigen Frau und dem Leben, das wir führten. Sie nahm mich mit und zeigte es mir. Alles war so lebendig. Ich dachte immer wieder, das muss ein Traum sein, ich muss aufwachen. Doch sie sagte, es sei kein Traum, und ich fühlte mich so klar wie nie zuvor. Irgendwann bestand ich darauf, meine Eltern zu besuchen, um mich zu überzeugen, dass es ein Traum war. Sie wirkten so glücklich. In meinem echten Leben ließen sie sich vor 18 Jahren scheiden, und mein vormals erfolgreicher Bruder lebte zu Hause und hatte sich in eine unmotivierte Person verwandelt. All meine Erinnerungen an mein echtes Leben schienen zu verblassen, und diese neue Realität wurde immer präsenter. Wir fuhren zu dem Haus, das ich erst vor 15 Monaten gebaut und bezogen hatte, aber es war nur ein leerer Bauplatz. Das Gebäude, in dem ich arbeite, stand zwar noch, aber ich wusste nicht, was ich dort tat. Es wurde immer verwirrender. Ich dachte, ich werde gleich aufwachen, aber das passierte nicht. Ich lebte weiter mit dieser Frau, hatte unsere Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Ich sehe ihre Gesichter, höre ihre Stimmen. Wir waren eine Familie, feierten Poolpartys, fuhren in den Urlaub. Doch wenn ich nach meiner anderen Frau fragte, sagte sie mir, ich müsste meine Medikamente nehmen. Ärzte erklärten mir, dass mein anderes Leben nur eine Einbildung sei. Allmählich vergaß ich mein echtes Leben. Jahre vergingen und ich konnte nicht mehr unterscheiden, was real war und was nicht. Sie hörte auf, unser Leben zu kommentieren. Es war einfach mein Leben geworden. Ich brachte die Kinder zur Schule und zu ihren Aktivitäten und liebte meine Frau. Es war alles zu real, um nur ein Traum zu sein. Als ich erneut einen Arzt besuchte und ihm von meinen Erinnerungen erzählte, hielt er mich für schizophren. Nach Jahren des Ringens mit diesen Erinnerungen gab ich schließlich das Trinken auf, weil es die Erinnerungen verstärkte. Es fiel mir schwer, normal zu funktionieren. Irgendwann versuchte ich, meine andere Frau über Facebook zu finden und flog schließlich 1500 Meilen, um sie zu sehen. Als ich bei ihr ankam, war sie übergewichtig und wirkte depressiv. Sie kannte mich nicht und ich wurde verhaftet. Nachdem ich auf Kaution freigekommen war, flog ich zurück nach Hause, wo meine Frau mich unterstützte. Ich begann zu akzeptieren, dass dieses Leben echt war und das andere nur Einbildung. Wir sahen uns den Film Shutter Island an und ich begriff, dass ich wie einer dieser verrückten Charaktere war. Schließlich fand ich Frieden. Meine andere Frau ließ die Anklage fallen und ich kehrte zur Arbeit zurück ohne weitere Probleme. Jahre später im Ruhestand dachte ich an die Zeit zurück, als ich glaubte, zwei Leben geführt zu haben. Meine Frau sagte plötzlich, dass ich doch zurückkehren könnte, ich müsste nur in unseren Schrank gehen. Verwirrt fragte ich sie, ob sie die ganze Zeit davon gewusst und mir das angetan hätte. Sie erklärte mir, dass auch sie sich an das Treffen erinnerte, an dem alles begann. Sie war in denselben Schrank gegangen und hatte ein Leben gelebt, als hätten wir uns nie getrennt. Sie sei 93 geworden, bevor sie zurückkam, um mich zu holen. Ich war völlig durcheinander. Fast 50 Jahre hatte ich nun mit dieser Frau gelebt und mein altes Leben war fast ausgelöscht. Ich erinnerte mich an die Namen meiner ursprünglichen Kinder, aber nicht mehr an ihre Gesichter. Sie sagte, wir könnten wieder zurückgehen oder dieses Leben gemeinsam weiterführen. Ich stand auf, ging in den Schrank und kam wieder heraus, zurück zu dem Treffen, an dem alles begann. Meine ursprüngliche Frau war da und wir gingen gemeinsam mit unseren Kindern nach Hause. Ich erzählte niemandem von meinem Erlebnis. Heute Morgen, auf dem Weg zur Arbeit, fühlte sich alles surreal an, als würde ich an den falschen Ort fahren. Erst nach einer Weile an meinem Schreibtisch akzeptierte ich die Realität. Die Details des anderen Lebens waren so klar in meinem Kopf. Ich wusste, dass ich glücklich war mit meiner jetzigen Frau und meinem Leben. Aber dennoch fühlte es sich an, als hätte ich ein zweites Leben gelebt. Ich wollte nicht zu meiner Ex zurück, aber ich wünschte, ich könnte herausfinden, was aus allen in meinem anderen Leben geworden war.
Es fühlt sich an, als ob 99% meines Lebens so sind, wie sie sein sollten, aber dieses eine Prozent bleibt. Ich erinnere mich an zwei verschiedene Vergangenheiten. Meine Frau hörte mir zu und umarmte mich. Sie sagte, sie sei froh, dass ich mich für sie entschieden habe. Aber habe ich das wirklich? Ich denke schon. Heute fühlte ich mich so weise und gereift, als hätte ich bereits einmal gelebt und hätte nun die Chance, alles noch einmal zu erleben. Ich treffe meine Entscheidungen heute viel selbstbewusster. Ich finde keine Lücken in meinen Erinnerungen, außer vielleicht, dass ich mich nicht an die Sieger der World Series oder des Super Bowls im anderen Leben erinnern kann. Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass all das nur eine Fantasie war. Es gibt noch viele weitere Details, an die ich mich erinnere und die ich meiner Frau erzählt habe, aber sie sind nicht direkt für die Geschichte relevant. Der Febres-Vorfall. Das folgende ereignete sich am 20. Oktober 2018 und noch heute denke ich regelmäßig darüber nach und frage mich, was da eigentlich passiert ist. Ich weiß nicht, ob es sich um einen Fehler in der Matrix oder etwas Ähnliches handelt, aber es ist mit Abstand das unerklärlichste Ereignis, das ich je erlebt habe. Im Jahr 2018 war ich Student und lebte mit meinem Mitbewohner und besten Freund Glenn in einer Eigentumswohnung nahe dem Campus. Die Wohnung gehörte Glenns Mutter und Stiefvater, die sie uns zur Verfügung stellten, damit wir näher an der Uni wohnen konnten. Es lebten nur Glenn und ich dort, zusammen mit meiner Katze Shira. Die Wohnung hatte zwei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Glenn hatte das Hauptschlafzimmer und man konnte sein Badezimmer nur über sein Schlafzimmer betreten. Wir respektierten sehr die Privatsphäre des anderen und betraten die Zimmer des anderen nie ohne Erlaubnis. Ich habe all das direkt am Morgen danach in mein Tagebuch geschrieben, deshalb kann ich den genauen Ablauf rekonstruieren. Ich werde die Tagebuchseiten am Ende des Beitrags hinzufügen. Am Samstag, dem 20. Oktober 2018, traf ich mich um 16 Uhr mit meiner Freundin Colleen in unserer Wohnung, damit wir gemeinsam zu einem anderen Freund fahren konnten. Als wir die Wohnung verließen, war alles wie gewohnt. Glenn war zu Hause, aber er hatte vor, um 18 Uhr zu seiner Freundin zu gehen und die Nacht bei ihr zu verbringen, wie er das meistens tat. Colleen und ich verbrachten einige Stunden bei unserem Freund und beschlossen dann um 23 Uhr zurück zu meiner Wohnung zu fahren, um dort noch ein bisschen abzuhängen, bevor Colleen nach Hause ging. Sie wohnte gleich um die Ecke, sodass wir fast denselben Heimweg hatten. Als wir die Tür zu meiner Wohnung öffneten, wurden wir von einer extrem starken Wolke Febres-Spray empfangen, die so dicht in der Luft hing, dass uns die Augen tränten. Der Duft war fruchtig und unangenehm. Später stellte ich fest, dass es sich um das Febres-Spray Aloha handelte. Die Luft war so gesättigt, dass es sich anfühlte, als würde unsere Brille beschlagen und es brannte in den Augen. Colleen und ich hatten sogar den chemischen Geschmack im Mund. Es war kaum auszuhalten, länger als eine oder zwei Minuten in der Wohnung zu bleiben. Wir schauten uns verwirrt an und fragten uns, warum Glenn das wohl getan hatte. Wir besaßen eigentlich gar kein Febres-Spray. Sowohl Glenn als auch ich sind ziemlich empfindlich gegenüber Gerüchen und Düften und ich konnte mir keinen Grund vorstellen, warum er dies tun sollte. Ich ging durch die Zimmer der Wohnung, wütend und verwirrt und wurde noch wütender, als ich meine Schlafzimmer- und Badezimmertüren, die ich immer geschlossen halte, öffnete und feststellte, dass das Febres auch dort stark versprüht war. In meinen Gedanken hatte Glenn also nicht nur riesige Mengen an Febres versprüht, sondern auch noch die Privatsphäre meiner Räume verletzt, indem er dort hineingegangen war. Ich war perplex und verärgert. Colleen und ich fanden die Übeltäterflasche Febres auf der Küchentheke, unbeschädigt und etwa zur Hälfte leer. Mittlerweile kribbelten meine Lippen, wahrscheinlich eine allergische Reaktion auf die Chemikalien, also entschieden wir uns alle Fenster zu öffnen und draußen zu warten, weil die Luft in der Wohnung kaum erträglich war. Um 23.28 Uhr schrieb ich Glenn eine Nachricht. Ich versuchte meinen Ärger zu zügeln, aber war eindeutig genervt. Kannst du das Febres bitte nicht mehr benutzen? Ich fühle mich, als würde ich Chemikalien einatmen und meine Lippen kribbeln. Er antwortete erst nach einer Weile und Colleen ging schließlich nach Hause. Gegen Mitternacht ging ich wieder rein und versuchte zu schlafen. Wegen der dichten Febreswolke konnte ich jedoch nicht in meinem Bett schlafen und musste mich auf die Couch im Wohnzimmer neben die offene Balkontür legen, um frische Luft zu bekommen. Mein Mund und meine Zunge schwollen an. Also nahm ich Benadryl. Um 1.37 Uhr schrieb ich Glenn erneut. Können wir das Febres komplett verbannen?
Meine Zunge hat Ausschläge und meine Lippen sind angeschwollen. Das macht mir etwas Angst. Dann schlief ich schließlich auf der Couch ein. Am nächsten Morgen um 7.32 Uhr antwortete Glenn auf meine Nachrichten und fragte, ob es mir gut gehe. Er meinte, es klänge nach einer allergischen Reaktion. Ich dachte nur, natürlich wegen dem Febres, das du versprüht hast, aber sagte das nicht, weil ich nicht zu verärgert sein wollte. Ich erklärte ihm, dass ich Benadryl genommen hatte und es mir jetzt besser ginge. Um 7.35 Uhr schrieb Glenn zurück: Hast du selbst das Febres benutzt? Ich möchte andere Faktoren wie die Duftkerze ausschließen. Langsam wurde ich ungeduldig. Die Duftkerze schien viel weniger wahrscheinlich als die extreme Mengen Febres in der Luft. Ich erklärte ihm das und er schrieb zurück: Das sollten wir vielleicht mit den Nachbarn besprechen. Jetzt war ich noch verwirrter und antwortete ihm: Es war das Febres auf unserer Küchentheke. Es war eindeutig nicht das Werk der Nachbarn und ich dachte, er versuche aus irgendeinem Grund die Verantwortung zu umgehen. Glenn fragte dann, ob die Katze vielleicht das Febres zerstört habe und meinte, er würde es säubern, wenn er nach Hause käme. Daraufhin ging ich wieder schlafen, ohne weiter darauf einzugehen, dass es nichts zum Aufräumen gab. Und hier wurde es wirklich merkwürdig. Glenn kam um 8.38 Uhr nach Hause und schrieb mir, dass ich ihm die Balkontür öffnen solle. Als er hereinkam, sagte er als erstes: Hier riecht es, als hätte sich eine Flasche fruchtiges Zeug entleert. Ich begann ihn zu beschuldigen, das Febres überall versprüht zu haben, nachdem Colleen und ich die Wohnung verlassen hatten, und fragte ihn, warum er das getan hatte. Glenn wurde immer verwirrter. Er sagte, er habe keine Ahnung, wovon ich rede, und habe kein Febres versprüht. Ich zeigte ihm die Febres-Flasche auf der Theke und er meinte, dass er diese normalerweise in seinem Badezimmerschrank aufbewahre. Glenn ist niemand, der mir Streiche spielt oder mich belügt, und ich merkte, dass er es ernst meinte, als er sagte, er habe das Febres nicht verwendet. Wir begannen uns ernsthaft Sorgen zu machen, denn das bedeutete, dass irgendjemand zwischen 18 Uhr und 23 Uhr ohne unser Wissen in unserer Wohnung gewesen sein musste. Es gab keine Anzeichen eines Einbruchs und nichts war gestohlen oder verschoben, abgesehen von der Flasche auf der Theke, die Glenn nach eigener Aussage immer im Badezimmer ließ. Unsere Katze verhielt sich auch normal und sie ist sehr territorial und reagiert schlecht auf fremde Besucher. Wir gingen die Liste aller Personen durch, die einen Schlüssel zu unserer Wohnung hatten. Glenns Mutter war zu dieser Zeit außer Bundesstaat, um einen anderen Verwandten zu besuchen. Sie kündigte immer an, wenn sie vorhatte, vorbeizukommen. Glenns Stiefvater hatte keinen Grund vorbeizukommen und als wir ihn anriefen, sagte er verwirrt, dass er nicht hier gewesen sei. Mein Vater war nie bei uns zu Besuch gewesen, da er stark allergisch auf Katzen reagiert. Dennoch riefen wir ihn an und er verneinte, dass er da war. Meine Freundin war den gesamten Abend über mit mir in Kontakt und hatte sicher nicht meine Wohnung betreten, nur um Glenns Febres in der gesamten Wohnung zu versprühen. Die einzige weitere Möglichkeit war, dass jemand vom Wartungspersonal der Wohnanlage einen Schlüssel hatte und ohne Erlaubnis hereingekommen war. Das Problem: Dies war ein Samstagabend nach 18 Uhr und das Wartungsteam arbeitet nicht am Wochenende und an Werktagen nur bis 17 Uhr. Außerdem hatten wir keine Wartungsanfragen gestellt. Um sicher zu gehen, gingen wir am Montagmorgen ins Büro der Wohnanlage und fragten zuerst, ob sie einen Ersatzschlüssel für unsere Wohnung hätten. Sie bestätigten, dass es einen Ersatzschlüssel gab, der jedoch zusammen mit allen anderen Schlüsseln in einem Schrank im Büro aufbewahrt wird. Auf unsere Nachfrage hin erklärten sie, dass niemand vom Wartungsteam am Samstag in unserer Wohnung gewesen sei, das Büro sei geschlossen gewesen und das Personal habe nicht gearbeitet. Ich habe seitdem jede mögliche Erklärung durchdacht, aber keine macht Sinn. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und eine Kamera aufstellen, um zu sehen, was zwischen 18 Uhr und 23 Uhr wirklich passiert ist, als niemand zu Hause war. Es ist so ein seltsames und spezifisches Ereignis. Hätte jemand eingebrochen und etwas gestohlen, wäre es verständlicher. Aber dass jemand nur hereingekommen ist, um große Mengen Febres zu versprühen, es auf der Theke abzustellen und wieder zu verschwinden. Ich habe keine Erklärung und werde wohl nie eine finden. Alle meine Freunde kennen das als das Febres-Ereignis und sie sagen, dass ich es bei jedem Besuch zwangsläufig anspreche. Gestaltwandler. Seit zwei Drittel meines Lebens versuche ich das, was ich erlebt habe, zu erklären oder eine vernünftige Erklärung dafür zu finden. Als ich in der fünften Klasse war, fuhr ich mit einem Mädchen im Bus, das ein oder zwei Klassen unter mir war.
Wir wohnten auf gegenüberliegenden Seiten eines recht großen Wohnkomplexes, konnten aber zu Fuß zueinander gelangen. Nennen wir sie Mika. Mika war in Rumänien geboren und vor ein paar Jahren hierher gezogen, bevor ich sie kennenlernte. Sie hatte Heterochromie, also verschiedenfarbige Augen. Beide waren braun, aber ein Teil einer Iris war blau. Dies ist später noch wichtig. Ihre Familie war seltsam. Ich war einige Male bei ihr zu Hause und erinnere mich an viele ungewöhnliche Einrichtungsgegenstände. Zahlreiche Kerzen, ein paar Altäre und viele ausgestopfte Tiere. Ihre Mutter war jedes Mal sehr verärgert, wenn Mika Freunde mitbrachte, also schlich sie mich und ein paar andere Freunde immer dann heimlich herein, wenn ihre Mutter einkaufen war. Meine eigene Mutter war damals schwanger und oft krank, daher brachte auch ich nie Freunde mit nach Hause, wenn meine Mutter nicht außer Haus war. Meine Mutter hatte Mika nie kennengelernt. Viele Kinder hatten Angst vor Mika oder fühlten sich in ihrer Nähe unwohl, ohne erklären zu können, warum. Auch ich empfand das manchmal so, aber als ebenfalls Außenseiterin hielten wir zusammen. Nach ein paar Monaten erzählte mir Mika, dass ihre Familie an eine Art Glaubenssystem ähnlich dem Paganismus glaubte. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es nannte, aber es war weder Wicca noch irgendein anderer üblicher Glaube. Mika begann zu behaupten, sie hätte besondere Fähigkeiten. Ich zweifelte das sofort an und forderte sie auf, es zu beweisen. Sie sagte, dass sie sich in eine Katze verwandeln und mich später am Abend besuchen würde. Meine Familie und ich wohnten im dritten Stock unseres Wohngebäudes. Es gab keine Feuerleitern, Balkone oder ähnliches und die Fensterbänke waren extrem schmal. Ich liebte damals alles Niedliche, wie Hello Kitty, die Glücksbärchis und mein kleines Pony. Meine damalige beste Freundin war dagegen sehr modebewusst und benahm sich schon wie eine Teenagerin. Sie machte sich sogar manchmal über mich lustig, wenn sie mich in meinen Schlafanzügen mit Cartoons sah. Deshalb hatte ich aufgehört, solche Sachen in die Schule oder zu Übernachtungen anzuziehen, und zwar fast ein Jahr, bevor ich Mika kennenlernte. An diesem Abend ging ich wie gewohnt um 9:30 ins Bett und trug dabei einen neuen Glücksbärchi-Pyjama, den mir meine Mutter eine Woche zuvor gekauft hatte. Niemand außer meinen Eltern hatte mich je darin gesehen. Um 3 Uhr nachts wachte ich auf und hörte ein Kratzen an meinem Fenster. Ich sprang aus dem Bett, schaute hinaus und sah eine schwarze Katze, die mich direkt ansah. Sie saß auf der schmalen Fensterbank und hob die Pfote, als ob sie mir zuwinken würde. Verängstigt redete ich mir ein, dass ich nur träumte, und legte mich wieder hin. Am nächsten Morgen, während meine Mutter das Frühstück machte, fragte sie mich, ob ich in der Nacht auch ein seltsames Geräusch draußen gehört hätte. Ich fragte, was sie damit meinte. Ich habe letzte Nacht etwas Eigenartiges erlebt. Ich hörte ein Kratzen an meinem Fenster, stand auf, um nachzusehen, und sah eine schwarze Katze auf der Fensterbank. Es sah aus, als ob sie versucht hätte, das Fenster zu öffnen. Ich saß da und wusste nicht, was ich sagen sollte. Meine Mutter sprach weiter. Ich hatte Angst, dass sie herunterfällt, also habe ich sie hereingelassen, nach unten getragen und wieder hinausgelassen. Du hättest ihre Augen sehen sollen. Eines ihrer Augen war halb blau. So eine Katze habe ich noch nie gesehen. Mir war so übel, dass ich nichts sagen konnte und mein Frühstück nicht zu Ende aß. Ich wollte Mika nach all dem nicht begegnen und hielt mich von den anderen Kindern fern, bis sie auf mich zukam. »Hey, Gloomy Bear, warum hast du mich letzte Nacht nicht hereingelassen?« Ich war sprachlos. Ich hätte sterben können. Zumindest war deine Mutter nett genug, um mich nach unten zu tragen. Danach mied ich sie mehr und mehr. Ein paar Wochen später brach in unserem Gebäude ein Feuer aus und wir zogen ein paar Städte weiter. Ich habe Mika seither nicht mehr gesehen oder von ihr gehört. Bis heute erinnert sich meine Mutter an die Katze und spricht alle paar Jahre davon, wie merkwürdig es war, dass eine Katze auf unsere Fensterbank gelangen konnte. Seit 20 Jahren denke ich nun über diese Geschichte nach und suche nach einer Erklärung. Wenn jemand eine Idee hat, würde ich sie wirklich gerne hören. Meine Tante. Meine Tante und einige ihrer Freundinnen und Töchter sind tief in okkulte Praktiken verwickelt. Lange Zeit wusste ich nicht, warum sie uns über die Jahre hinweg immer wieder schaden wollte, bis ich eines Tages ihre Art von düsterer Magie recherchierte und herausfand, dass ein Großteil der Kraft oder der vermeintliche Nutzen aus Zaubern gegen die eigene Familie stammt. In einigen magischen Praktiken wird zum Beispiel Erde von den Gräbern verletzter oder getöteter Familienmitglieder verwendet. Ich erzähle dies, um zu erklären, warum meine Tante jahrelang versuchte, ihren eigenen Eltern, Schwestern und deren Kindern und Enkeln zu schaden. Einmal reisten meine Eltern, meine Schwester und ich in einer Fahrzeugkarawane mit anderen Familienmitgliedern.
Unser Auto hatte eine Panne und wir mussten unsere Verwandten bitten, uns zu helfen und unser Auto mit ihrem Van abzuschleppen, während wir bei ihnen im Van mitfuhren, um weiterzukommen. Wir fuhren nach Mexiko. Noch ein wichtiger Punkt, meine Schwester, damals etwa 16, ich war 13, war oft das Ziel von dunklen Geschehnissen, die von meiner Tante inszeniert wurden. Sie hatte schreckliche Albträume, sah beängstigende Dinge, wurde immer wieder krank mit Beschwerden, die die Ärzte nicht richtig erklären konnten und erlebte sogar einmal das Gefühl, dass etwas von ihr Besitz ergreifen wollte. Sie nahm weder Drogen noch Alkohol, da unsere Mutter sehr streng war. An jenem Tag saß meine Schwester im Van so, dass sie das Innere unseres abgeschleppten Autos sehen konnte, wenn sie sich umdrehte, um mit den Verwandten hinter ihr zu sprechen. Als es fast dunkel wurde, schaute sie einmal zurück und sah es. Sie sah meine Tante auf dem Fahrersitz unseres Autos, das abgeschleppt wurde. Außerdem hatte sie den Eindruck, dass die anderen Sitze von weiteren Gestalten besetzt waren, die sie jedoch nicht genau erkennen konnte. In Panik beobachtete sie meine Tante, die ihr aus unserem Auto zu grinste und mit Gesten zuzuwinken schien. Die Bewegungen meiner Tante erinnerten meine Schwester an einen verrückten Clown im Zirkus, der ein Auto fährt und dabei schadenfroh winkt und lacht. Es wirkte, als ob meine Tante das Entsetzen meiner Schwester bewusst verspottete und es genoss. Diese gespenstische Szene dauerte vielleicht nur 30 bis 40 Sekunden und dann war unsere Tante plötzlich nicht mehr da. Meine Schwester drehte sich zurück nach vorn und weinte still, ohne jemandem etwas davon zu erzählen. Später vertraute sie sich nur meiner Mutter und mir an. Diese Art von Spott und Lachen erinnert mich an meine eigene Begegnung mit ihr, die einige Jahre später, während meines Studiums, passierte. Ich hatte das Gefühl, dass sie damals begann, mir gezielte Aufmerksamkeit zu schenken. Nach einer langen Lernsitzung vor einer großen Prüfung besuchte ich einen Mann, in den ich sehr verliebt war. An diesem Abend brach er mir ein wenig das Herz und ich machte mir große Sorgen wegen der Prüfung am nächsten Tag. Insgesamt war es ein bedrückender, schlechter Tag, voller Angst und Unsicherheit. Ich kam gegen Mitternacht nach Hause. Meine Familie besitzt mehrere benachbarte Grundstücke und ich parkte mein Auto vor einem und ging zu einem anderen, um mir etwas zu essen von meiner Schwester zu holen, die gerade nicht zu Hause war. Als ich über die Grundstücke ging, hörte ich Geräusche, die anfangs harmlos wirkten, aber bald das Gefühl vermittelten, dass mich jemand regelrecht verfolgte. Aus verschiedenen Richtungen kamen raschelnde und knackende Geräusche, aber da war niemand. Nicht einmal eine streunende Katze. Außerdem hatte ich ein starkes Gefühl, beobachtet zu werden. Schließlich kam ich ins Haus und legte mich ins Bett, den Kopf voller Lernstoff für die Prüfung. Ich war hellwach und habe auch nie Halluzinationen. Doch plötzlich hörte ich das Gelächter dutzender Frauen, als wären sie mit mir im Raum. Es klang boshaft und hämisch. Es war, als wäre der Rest der Welt verstummt. Das Gelächter war so finster, es war eher ein höhnisches, bösartiges Kichern. Dann hörte es abrupt auf. Ich war wie erstarrt, denn ich hatte noch nie in meinem Leben solche Angst. Viele Menschen sagen, dass menschliche Grausamkeiten das Schlimmste sind, was sie sich vorstellen können. Aber ich habe auch normale menschliche Angstsituationen erlebt und die Furcht vor Übernatürlichem ist viel intensiver. Sie trifft einen auf eine urtümliche Weise und erschüttert einen bis ins Innerste. Ich rannte schließlich zu meinen Eltern und bettelte darum, in das Bett meiner Mutter zu dürfen, während mein Vater in meinem Zimmer schlief. Jedes Mal, wenn ich meinen Kopf aufs Kissen legte, hörte ich Stimmen murmeln. Es war, als sei man in einem Raum voller Menschen, deren Worte man aber nicht verstehen kann. Hebe ich den Kopf, verstummte es. Legte ich ihn wieder hin, fingen die Stimmen erneut an. Am nächsten Morgen passierte meinem Vater etwas sehr Schlimmes. Ich erkannte, dass das Gelächter der Frauen wohl darauf zurückzuführen war, dass sie wussten, was ihm widerfahren würde, und vielleicht auch darüber spotteten, dass ich einen so schlechten Tag hatte. Was auch immer es war, ich weiß, dass ich an diesem Tag nicht einfach nur unter Stress oder anderen inneren Einflüssen litt. Es kam von etwas oder jemandem Bösen. Ein anderes Erlebnis. Einmal redeten meine Schwester und ich spät abends, bis wir schließlich einschliefen. Plötzlich wurde ich von ihrem Schrei geweckt. Noch vor Einbruch der Dunkelheit hatte uns eine andere Tante besucht. Aus der gleichen Verwandtschaftslinie wie die schlechte Tante. Sie war unheilbar krank und wir glauben, dass etwas Übles, Unglückliches sich in unserem Haus eingenistet hatte. Nach ihrem Besuch lag eine schwere, bedrückende Stimmung in der Luft, die wir aber ignorierten und erst später als gemeinsamen Eindruck wahrnahmen, als wir die Geschehnisse besprachen. Kurz nachdem ich eingeschlafen war, wurde ich durch das Schreien meiner Schwester wach. Sie zeigte, oder sagte mir irgendwie, auf eine Ecke des Zimmers, wo eine dunkle Gestalt schwebte.
Ich weiß nicht mehr, ob sie mir darauf zeigte oder ich instinktiv wusste, wohin ich schauen musste. Dieser Teil ist wie in einem Nebel. Ich weiß nur, dass ich wach war, weil ihre Schreie mich geweckt hatten und ich begriff, dass sich etwas Unheimliches im Raum befand. Diese Gestalt war dunkler als die Nacht um sie herum. Es fühlte sich abscheulich, abstoßend und extrem böse an. Auch ich begann zu schreien und wir rannten gemeinsam ins Zimmer unserer Eltern. Am nächsten Tag entdeckten wir, dass meine Schwester an ihrem Knöchel fingerförmige blaue Flecken hatte. Sie gab zu, dass sie das Gefühl hatte, dass etwas nach ihr gegriffen hatte, als wir aus dem Raum flohen. Meine Mutter sagte uns, dass sie während unseres Schreiens auch andere, fremde Schreie gehört hatte, wie das Kreischen von Schweinen, die zur Schlachtung geführt werden. Und abschließend noch eine letzte Geschichte. Einmal saß mein Vater im Garten hinter unserem Haus, als meine Mutter ihn bat, hereinzukommen. Da bemerkten beide einen Vogel, der sie von einem nahegelegenen Baum aus fixierte. Mein Vater flüsterte meiner Mutter zu, sie solle ihm seine Waffe holen, damit er den Vogel erschießen könne. In diesem Moment hörten sie beide ein Lachen und der Vogel flog sofort davon. Meine Tante und einige ihrer Freundinnen und Töchter sind tief in okkulte Praktiken verwickelt. Lange Zeit wusste ich nicht, warum sie uns über die Jahre hinweg immer wieder schaden wollte, bis ich eines Tages ihre Art von düsterer Magie recherchierte und herausfand, dass ein Großteil der Kraft oder der vermeintliche Nutzen aus Zaubern gegen die eigene Familie stammt. In einigen magischen Praktiken wird zum Beispiel Erde von den Gräbern verletzter oder getöteter Familienmitglieder verwendet. Ich erzähle dies, um zu erklären, warum meine Tante jahrelang versuchte, ihren eigenen Eltern, Schwestern und deren Kindern und Enkeln zu schaden. Einmal reisten meine Eltern, meine Schwester und ich in einer Fahrzeugkarawane mit anderen Familienmitgliedern. Unser Auto hatte eine Panne und wir mussten unsere Verwandten bitten, uns zu helfen und unser Auto mit ihrem Van abzuschleppen, während wir bei ihnen im Van mitfuhren, um weiterzukommen. Wir fuhren nach Mexiko. Noch ein wichtiger Punkt, meine Schwester, damals etwa 16, ich war 13, war oft das Ziel von dunklen Geschehnissen, die von meiner Tante inszeniert wurden. Sie hatte schreckliche Albträume, sah beängstigende Dinge, wurde immer wieder krank mit Beschwerden, die die Ärzte nicht richtig erklären konnten und erlebte sogar einmal das Gefühl, dass etwas von ihr Besitz ergreifen wollte. Sie nahm weder Drogen noch Alkohol, da unsere Mutter sehr streng war. An jenem Tag saß meine Schwester im Van so, dass sie das Innere unseres abgeschleppten Autos sehen konnte, wenn sie sich umdrehte, um mit den Verwandten hinter ihr zu sprechen. Als es fast dunkel wurde, schaute sie einmal zurück und sah es. Sie sah meine Tante auf dem Fahrersitz unseres Autos, das abgeschleppt wurde. Außerdem hatte sie den Eindruck, dass die anderen Sitze von weiteren Gestalten besetzt waren, die sie jedoch nicht genau erkennen konnte. In Panik beobachtete sie meine Tante, die ihr aus unserem Auto zu grinste und mit Gesten zuzuwinken schien. Die Bewegungen meiner Tante erinnerten meine Schwester an einen verrückten Clown im Zirkus, der ein Auto fährt und dabei schadenfroh winkt und lacht. Es wirkte, als ob meine Tante das Entsetzen meiner Schwester bewusst verspottete und es genoss. Diese gespenstische Szene dauerte vielleicht nur 30 bis 40 Sekunden und dann war unsere Tante plötzlich nicht mehr da. Meine Schwester drehte sich zurück nach vorn und weinte still, ohne jemandem etwas davon zu erzählen. Später vertraute sie sich nur meiner Mutter und mir an. Diese Art von Spott und Lachen erinnert mich an meine eigene Begegnung mit ihr, die einige Jahre später, während meines Studiums, passierte. Ich hatte das Gefühl, dass sie damals begann, mir gezielte Aufmerksamkeit zu schenken. Nach einer langen Lernsitzung vor einer großen Prüfung besuchte ich einen Mann, in den ich sehr verliebt war. An diesem Abend brach er mir ein wenig das Herz und ich machte mir große Sorgen wegen der Prüfung am nächsten Tag. Insgesamt war es ein bedrückender, schlechter Tag, voller Angst und Unsicherheit. Ich kam gegen Mitternacht nach Hause. Meine Familie besitzt mehrere benachbarte Grundstücke und ich parkte mein Auto vor einem und ging zu einem anderen, um mir etwas zu essen von meiner Schwester zu holen, die gerade nicht zu Hause war. Als ich über die Grundstücke ging, hörte ich Geräusche, die anfangs harmlos wirkten, aber bald das Gefühl vermittelten, dass mich jemand regelrecht verfolgte. Aus verschiedenen Richtungen kamen raschelnde und knackende Geräusche, aber da war niemand. Nicht einmal eine streunende Katze. Außerdem hatte ich ein starkes Gefühl, beobachtet zu werden. Schließlich kam ich ins Haus und legte mich ins Bett, den Kopf voller Lernstoff für die Prüfung. Ich war hellwach und habe auch nie Halluzinationen.
Doch plötzlich hörte ich das Gelächter dutzender Frauen, als wären sie mit mir im Raum. Es klang boshaft und hämisch. Es war, als wäre der Rest der Welt verstummt. Das Gelächter war so finster, es war eher ein höhnisches, bösartiges Kichern. Dann hörte es abrupt auf. Ich war wie erstarrt, denn ich hatte noch nie in meinem Leben solche Angst. Viele Menschen sagen, dass menschliche Grausamkeiten das Schlimmste sind, was sie sich vorstellen können. Aber ich habe auch normale menschliche Angstsituationen erlebt und die Furcht vor Übernatürlichem ist viel intensiver. Sie trifft einen auf eine urtümliche Weise und erschüttert einen bis ins Innerste. Ich rannte schließlich zu meinen Eltern und bettelte darum, in das Bett meiner Mutter zu dürfen, während mein Vater in meinem Zimmer schlief. Jedes Mal, wenn ich meinen Kopf aufs Kissen legte, hörte ich Stimmen murmeln. Es war, als sei man in einem Raum voller Menschen, deren Worte man aber nicht verstehen kann. Hebe ich den Kopf, verstummte es. Legte ich ihn wieder hin, fingen die Stimmen erneut an. Am nächsten Morgen passierte meinem Vater etwas sehr Schlimmes. Ich erkannte, dass das Gelächter der Frauen wohl darauf zurückzuführen war, dass sie wussten, was ihm widerfahren würde, und vielleicht auch darüber spotteten, dass ich einen so schlechten Tag hatte. Was auch immer es war, ich weiß, dass ich an diesem Tag nicht einfach nur unter Stress oder anderen inneren Einflüssen litt. Es kam von etwas oder jemandem Bösen. Ein anderes Erlebnis. Einmal redeten meine Schwester und ich spät abends, bis wir schließlich einschliefen. Plötzlich wurde ich von ihrem Schrei geweckt. Noch vor Einbruch der Dunkelheit hatte uns eine andere Tante besucht. Aus der gleichen Verwandtschaftslinie wie die schlechte Tante. Sie war unheilbar krank und wir glauben, dass etwas Übles, Unglückliches sich in unserem Haus eingenistet hatte. Nach ihrem Besuch lag eine schwere, bedrückende Stimmung in der Luft, die wir aber ignorierten und erst später als gemeinsamen Eindruck wahrnahmen, als wir die Geschehnisse besprachen. Kurz nachdem ich eingeschlafen war, wurde ich durch das Schreien meiner Schwester wach. Sie zeigte oder sagte mir irgendwie auf eine Ecke des Zimmers, wo eine dunkle Gestalt schwebte. Ich weiß nicht mehr, ob sie mir darauf zeigte oder ich instinktiv wusste, wohin ich schauen musste. Dieser Teil ist wie in einem Nebel. Ich weiß nur, dass ich wach war, weil ihre Schreie mich geweckt hatten und ich begriff, dass sich etwas Unheimliches im Raum befand. Diese Gestalt war dunkler als die Nacht um sie herum. Es fühlte sich abscheulich, abstoßend und extrem böse an. Auch ich begann zu schreien und wir rannten gemeinsam ins Zimmer unserer Eltern. Am nächsten Tag entdeckten wir, dass meine Schwester an ihrem Knöchel fingerförmige blaue Flecken hatte. Sie gab zu, dass sie das Gefühl hatte, dass etwas nach ihr gegriffen hatte, als wir aus dem Raum flohen. Meine Mutter sagte uns, dass sie während unseres Schreiens auch andere, fremde Schreie gehört hatte, wie das Kreischen von Schweinen, die zur Schlachtung geführt werden. Und abschließend noch eine letzte Geschichte. Einmal saß mein Vater im Garten hinter unserem Haus, als meine Mutter ihn bat, hereinzukommen. Da bemerkten beide einen Vogel, der sie von einem nahegelegenen Baum aus fixierte. Mein Vater flüsterte meiner Mutter zu, sie solle ihm seine Waffe holen, damit er den Vogel erschießen könne. In diesem Moment hörten sie beide ein Lachen und der Vogel flog sofort davon.